Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. In der letzten Folge haben wir wieder Abenteuer gemacht. Das heißt, heute gibt es mal wieder einen klassischen Modus. Ich habe gerade gemerkt, ich tue ja zwei Parts pro Part hochladen, pro Tag hochladen. Ne? Das heißt, ein Tag ist immer, wenn jetzt nicht gerade, wenn M-Master gezockt wird, einer ist immer klassisch und einer ist Abenteuer. Also, wenn jemand irgendwie nur auf Abenteuer hier scharf ist, kann er sich nur einen Part angucken. Wenn einer nur klassisch sehen will, kann er auch nur einen Part angucken. Ne? Und ja, wie man sieht, ich zirkle hier schon so ein bisschen um Palutena herum. Deswegen werden wir sie auch nehmen. Und zwar für sie gibt es hier wieder einen schönen Meilenstein. Ach ja, ich habe ja hier Boom. Hier kann man sehen, was wir hier schon zu zweit durchgemacht haben. Und ja. Weiß nicht, ob sich daran noch so viel was tun wird. Ich habe jedenfalls hier die Charaktere, die ich mit dem M-Master hier gemacht habe. Also Quajutsu, Little Mac, Pokémon Trainer, Pit. Die habe ich alle einzelnen Modus hier so nochmal nachgeholt. Also ja, Pit, Little Mac, Quajutsu und Pokémon Trainer. Und ja, so viel dazu. Deswegen habe ich auch die einen Meilensteine. So, wir nehmen sie in ihren roten Gewand, weil er erinnert mich irgendwie an Tiki aus Fire Emblem. Hier hat auch grüne Haare und rote Klamotten. Die eine ist eine Göttin, die andere ist eine Drache. Ist ein Drache, mich auch als Göttin angesehen wird, ist fast dasselbe, ne? So, Palutena. Okay, Palutena hat jetzt irgendwie feste Moves im Gegensatz zu damals. Im Gegensatz zu damals in Smash 4, heißt das Smash 4 mittlerweile, ne? Und ja, damit sie vielleicht nicht mehr so broken ist, wo ich sah die jetzt eigentlich nie so als broken an, auch wenn sie jetzt irgendwie so 8 Moves oder irgendwie so hatte, so wie die Mii-Kämpfer oder so in den neuen Moves, glaube ich. Okay, geh weg. Möchte nicht im ersten Kampf schon frecken, hallo? Gibt's doch nicht, ey. So. Rang interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr so. Also, ich habe meine... Okay. Je nachdem, wie lange ich, glaube ich, drücke. Nee. So, da ist neutral, da ist hier seitwärts, boom. Ich weiß nicht genau, was die Distanz beeinflusst von diesen Angriff, aber was soll's? Da hat sie irgendwie ein Konter, glaube ich, ne? Boom. Aber Magnus Thema, merke ich gerade. Oh, Leviathan. Ey, wo ist meine Keule? Ich weiß nicht, was hier passiert. Wasser. Boom. Auch mal Strip, ein bisschen Pole Dancing. So, ich muss mal aufpassen hier, gegen was für Gegner ich hier kämpfe, ob das immer irgendwie Anspielungen sind. Als nämlich mit Mega Man hier gespielt habe, habe ich erst so am Ende gemerkt, was die ganzen Anspielungen waren. Oh Gott, der hat Tatun angegriffen. Und ja, am Ende mussten wir mit Mega Man im klassischen Modus gegen Dr. Mario und ich glaube Mewtwo kämpfen. Das fand ich damals ein bisschen random, aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, Mega Man kämpft ja gegen Dr. Wily. Deswegen haben wir ganz am Ende gegen Dr. Mario gekämpft. Und was Mewtwo jetzt hier irgendwie so damit zu tun hatte, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe wesentlich Dr. Mario Reference hier erkannt. Und ich nehme mal an, jeder Charakter hat hier irgendwie so Anspielungen in seine eigene Serie. Als ich mir zum Beispiel Rios Playthrough nochmal angeguckt habe, die ganzen Kämpfer hier, gegen die wir gekämpft haben, waren alles Anspielungen an Street Fighter und deren Charaktere. Ja, der Mac, der war irgendwie eine Anspielung an Balrog zum Beispiel, was so ein Boxhaus Street Fighter ist. Und ja, ist mir alles erst später aufgefallen, deswegen sollte ich mal hier aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, wenn die
wenn die beiden Belmonts hier darstellen sollten oder was Schulk jetzt hier darstellen soll, aber sollte mal aufpassen. Ich mir vorstellen, so Ganondorf irgendwie, der könnte irgendwie Hades oder so repräsentieren. Bayonetta. Okay, keine Ahnung. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie ihre Route reist. Wäre vielleicht auch mal so eine Idee. Geh weg. I'm Bay. Dreck. Oh, guck ich mal die Angriffe von denen an. Darf ich mal atmen? Danke. Boom. Ja, mein Angriff geht bis da oben hin, ne? Was machst du jetzt? Sie zu nennen. No, was? Nein. Boom. So. Läuft doch bis jetzt gut, ne? Finde ich. Ja, 8,6, hallo. Ja, Pit und Dark Pit. Und wir sind wieder auf diese Level. Wo muss ich denn gegen so viele Pits kämpfen? Ja, das sind nur Pits, ne? Ne, nee, das ist doch einmal Dark Pit, da oben links sehe ich. Wir frecken auf jeden Fall einmal. Aber hier einen rauszauen dürfte relativ schwierig sein. Oder relativ einfach. Weil wenn man sehr weit unten kämpft, wie zum Beispiel hier. Ah, kommt näher. Nicht mal einer. Das ist genau wie im Multispecial, da treffe ich auch niemanden damit. Jung. Was ist das? Was ist das? Eine Heilzone. Boom. Konter. Nein, die können sich auch damit heilen. Konter. Bringt irgendwie gar nicht. Wir kommen schon wieder so schnell Schaden. Sag mir, hat Schwert. Habe ich das Schwert? Ja. Oder auch nicht. Kannst du einen Smashball anvisieren? Toll, der hat das jetzt ausgerüstet. Na, oh, hat er natürlich richtig abgetimt, ey. Oh, hat gerade meinen Bullet Bill, damit wollte ich voll auf euch zudüsen. Geh weg, Pitu. Oh, sehr gut. Was? Die sind ja dadurch rausgeflogen, ey. Dich mitten in die Fresse gekickt. Ah, schade, diese eine nicht in Ultra Smash gehabt hätte, ne? Dann wäre richtig doof gewesen. Wäre noch machbar gewesen, mein Gott. Weil schon wieder nicht, weil ich rede, Mann. Und dann Nero weiß schon wieder nicht, was los ist. Oh, wie graziös, ne? Oh, ich habe keine Lust jetzt hier. Will ich mal verarschen? Sieht eigentlich mal ganz hier frickt. Bin ich ja schon mal ganz verrückt, ja, ne? Oh, hi. Hätte ich so machen können, danke. Oh. Was soll's? Na, wer ist der Boss? Lass mich raten, ja. Warum die beiden immer? Ich kann mit denen am allerwenigsten, ja.
Also irgendwie, als wir zum ersten Mal klassisch und so gespielt haben, da haben wir nur gegen einzigartige Bosse gekämpft, ne? So Dracula und all sowas. Ein Typen aus Brawl, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, diese Maschine. Da, oh, ich kann das nicht kontern. Was? So, komm mal her. Boom. Konter. Ich liebe es, mit Konter-Charakteren gegen die zu kämpfen. Ah. Oh, da war ein bisschen zu spät. Die sind aber auch die nervigsten von allen. Ah. Weil bei denen kannst du nicht irgendwie ja so abtimen, was genau die machen. Ja, natürlich Prozessen. Bei anderen Bossen kannst du dich so einstellen, die haben irgendwie so willkürliche Angriffe. Also mir fällt überhaupt nicht, dass ich bisher noch nie weiß, wie man einigen ausweicht. Was? Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Oh, ich habe nur gekontert. Soll ich verarschen? Das kriegt die paar Dinger eher nicht. Jetzt verarscht mich ja nicht, ey. Ich das nicht erschaffe, ey. Ich bin eine Göttin, verdammt. Jetzt mache ich einen Pole Dance. Okay, alles klar. Ich möchte mal wieder gegen so einzelne Bosse kämpfen. Gut gemacht. Gut gemacht. So, jetzt gehen wir schön Meilenstein. Endlich mal. Noch fehlt, glaube ich, nur ein oder zwei, ne? Hat ein Lied im Hintergrund. Ich kenne jetzt kein Lied aus dem Spiel mit Lyrics. Und ich habe vor kurzem sogar noch Kid Icarus Uprising gespielt, also. Und dann sollte ich das ungefähr wissen. Ist übrigens ein sehr gutes Spiel. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennt, Railroad, Rail Shooter irgendwie. Ein Rail Shooter mit Hack and Slash Elementen. Ja, richtig gut installiert. Noch sehr, weiß nicht, self-aware nennt man das, glaube ich. Also die zerstören irgendwie die Fort Wall in diesem Spiel. Das ist immer gut bei, weiß nicht, Videospielen, Fernsehsendungen, Filmen und so, ne? Oh ja. Lieder, das hört sich an irgendwie hier aus der allerersten Level irgendwie so. Und mit Lyrics irgendwie, kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Wo ich habe nicht jeder Level nochmal neu gespielt, ich habe so ein paar Levels hier so gespielt von dem Spiel. Das Spiel ist auch sehr frustrierend, weil es verdammt hart ist auf den höchsten Schwierigkeitsgraden. Also ja. Und es gibt nicht wirklich irgendwie was, wodurch man irgendwie besser werden kann. Also man muss einfach nur gut werden. Man kann irgendwie bessere Ausrüstung und sowas alles besorgen, aber das hilft einem nicht wirklich. Also ja, man kann wirklich nicht besser werden. Ein bisschen extrem ist halt. Wenn schon irgendwie auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad oder so das Spiel irgendwie zu schwer ist, dann ist das irgendwie ein Problem, finde ich.
Außerdem ist die Steuerung sehr komisch. Man muss irgendwie mit dem DS-Stylus hier, mit diesem Stift hier, muss man durch den Screen hier bewegen. Da muss man mit L schießen und so. Das ist so komisch. Gar nicht richtig beschreiben, muss man selber gespielt haben. Okay, gut. Glückwunsch. Die kommt mir gar nicht bekannt vor. Sorry. Palutena. Gangrel. Ah, der ist aus Fire Emblem Awakening. Ein kleiner Bösewicht aus dem Spiel. So, boom. Morgenröte. Das sah aus Kindig aus, ne? Ja. Schließer als Partie in klassischen Modus erfolgt auf. Mein Gott, die steigen ihren eigenen Kult. Das sieht auch komisch aus. Wie? Sie 20 Chaos gegen Kämpfer aus dem Fire Emblem Universum und bewältigt als Snake den klassischen Modus auf 5.0. Das werden wir irgendwann mal versuchen. Aber in dem Fall weiß ich schon, was ich nehme. Also wir machen natürlich noch mal klassisch, und damit wir alle Kid Icarus Charaktere abgeschlossen haben, würde ich sagen, nehmen wir im finsteren Pit 2, wie er im Spiel auch genannt wurde. Geschaffene Gegner, wie ist ihre Route überhaupt? Habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Eine Göttin greift durch. Gut. Los, Pit 2, wie hast du mich genannt? M-Master hat schon gesagt, das ist eine Anspielung an Shadow the Hedgehog. Und ja, wenn ich mir mal so ein paar Szenen von Sonic angeguckt habe, ja, stimmt. Weiß nicht. Shadow the Hedgehog behauptet irgendwie, er ist das Original, obwohl er irgendwie geklont wurde von Sonic. Und ja, genauso reagiert irgendwie Finsterer Pit auch. Und gerade irgendwie so erschaffen, denke ich so. Ja, oh bitte, warum sollte ich mich denn selber auf die Nase hauen, wenn ich der Klon wäre? Also log, ich bin das Original, was willst du eigentlich? Billiger Klon. So. Ich weiß nicht, wie dieser Baseball funktioniert, aber ich treffe irgendwie immer damit. Oh, Helfer Trophäe. Lass mich lieber die nehmen. Mann! Na, die Squid-Schwestern. Muss tanzen für Mary. Ah. Ich liebe dich, Mary. Ja, ich muss mal Splatoon 2 irgendwann spielen. Aber die kommt da gar nicht mehr vor, ne? Die beiden Squids ist dann, oder? Und jetzt irgendwie jetzt andere Moderatoren. Wie können die es wagen eigentlich? Wie können die es wagen? Finster Samus, wie können die es wagen? Ist auch finster, so wie ich. YouTuber auch irgendwie finster am Anfang. Also wir alle reformte Bösewichter oder was? Weil Pit 2, also finsterer Pit, war auch irgendwie, oh geil, oder auch irgendwie reformt am Ende. Ich glaube nicht, dass das so der Fall ist mit der finsteren Samus. Aber weiß ich ja nicht, aber noch nie Metroid gespielt, also. Ich meine, die Charaktere sehen aus, als würde man mit denen gut argumentieren können, ne? Ich meine, guckt euch Ridley an. Sieht aus wie ein Monster, der einen irgendwie abschlachtet. Wie gesagt, ich stelle mir den irgendwie nicht vor, so in der Gemeinde. Der frisst irgendwie Leute oder so, während andere Leute einfach nur ein Picknick haben oder so. Ja, du, ja. Er hat gesehen, oh nein, jetzt komme ich, oh nein. Ich habe gesehen, was du mit meinen Freunden gemacht hast, nein. Ja, wer, ich schaffe schon wieder hier so 9.9 mit finsterer Pit. Da kommt's ja jetzt, wäre es ja jetzt noch, ey, wenn ich mit ihm auch noch 9.9 schaffe. Hey. Ich bin irgendwie nicht rausgeflogen mit dem normalen Pit, also okay, Cloud ist jetzt nicht ein Bösewicht, also weiß nicht, was so
das Thema dieses Dings ist. Irgendwie nur irgendwie Route der Badass Motherfuckers oder irgendwie so macht. Weil Cloud eigentlich auch nicht ist. Man musste sich mal als Frau verkleiden. Und dann gab es da so eine Szene, wo er irgendwie mit so ein paar Männern in eine Badewanne drin war. Mit so ein paar eingehüllten Männern. Und ja, das ist wirklich in Final Fantasy 7 passiert. In dem Spiel, von dem alle immer sagen, ja, das ist das Videospiel. Einige Leute vergessen irgendwie, dass Final Fantasy 7 ein paar sehr merkwürdige Momente hatte. Schwarzes Loch. Und schon wieder. Nein. Das ist ein Bosskampfthema. Alter, warum habe ich doch Probleme mit dem? Ding. Oh, Dreck, ey. Ich dachte, der wird jetzt runterfallen, Mann. Alter, warum habe ich so Probleme, den hier rauszuhauen? Was? So. Mein Gott, warum hat das so lange gedauert? Hi, Fred. Du auch hier? Ach, Punkt 3, ja, okay. Captain Falcon. Der ist wahrscheinlich irgendwie. Er hat irgendwie das Kostüm von irgendeinem Bösewicht aus seiner Serie. Das Farbschema. Was du, ey? Ich werf Mr. Saturn auf dich und du fängst ihn natürlich direkt. Was? Wieso wurde ich. Kam gar nicht in Smash vor, oder? Diese Level kam im Brawl irgendwie als letztes vor, glaube ich. Ja. Oh, Junge, aber bist dich doch mal ein bisschen, gib mir mal ein bisschen Raum hier. Über das Schwert. Boom. Bist dich, bist dich, bist dich. Na, ich erreiche den gar nicht von dir. Sehr gut. Oh. Ich war gerade Triple Wielding. Ich habe ein Doppelschwert und ein Schwert in meiner Hand gehabt. Ey. Ich war Triple Wielding. Na, schon wieder hier. Das Spanier-Thema. Ich bin das Original. Ja, den langen Fall auch noch. Ja. Weißt du noch, als du so geklingen hast, halt die Klappe. Das war meine dunkle Vergangenheit. Ah, was? Warum bin ich auf einmal klein? Was ist eigentlich hier? Kann man hier irgendwas machen? Sind wir einfach nur näher an den Göttern? Was? Und ich. Oh, Pokéball. Mal noch relativ wenig von gesehen, ne? Oh, da Krei, was machst du? Oh, schwarzes Loch, gut. Gute Arbeit, da Krei. So perfekte Pokémon für Dark Pit, würde ich sagen. Bonus-Spiel. Warum ich hier überhaupt einsammeln.
das irgendwie einen Unterschied macht. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, da verpasse ich schon wieder einen zum Beispiel. Habe ich auch gar nicht durch, Mann. Hey. Oh. Ja, da kannst du ja voll locker so erreichen, hallo. Bin ja locker durch die Wände hier durchschlagen, hallo. Trotzdem nicht so viele Punkte gekriegt. Ja, okay, ich habe diesen einen Raum hier übersprungen. Jetzt sag mir bitte nicht, oh, endlich mal wieder was Neues. Und ich kämpfe mit... Das ist bestimmt auch eine Anspielung an irgendwas. So, ich habe eine Idee. Du gehst auf ihn los und ich schieß auf ihn. Ah! Ich will durch. Ich glaube, weil ich mit Pit gespielt habe, da konnte ich auch mit dunkler Pit an meiner Seite spielen. Ne? Ich glaube, deswegen habe ich 9 bekommen, ne? 9.9. Hier. Na, danke, du hast mich gerettet. Ich schulde dir trotzdem nichts. Ach, ich bin da unten im Boden. Jetzt kommt meine Spezialattacke. Ich fall um wie ein Besoffener. Aber da war's. Oh Gott. Oh, komm schon, ich war ganz am Landen, ey. Dieser Pisser, ich bin gerade da gelandet und da hat er mich direkt aufgefangen. Gibt's doch einfach nicht. So, mitten in Schwarze. Boah, war schon wieder so doof, ey. Warum haben wir überhaupt so viel Schaden bekommen, ey? Gut gemacht. Finde ich auch. Ja, dunkler Pitz Thema. Na ja, klar. Dun, 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 dun. Wird immer nicht langweilig als zu zerballern. Nein. Nur ein bisschen schade, dass man hier nicht irgendwie so Crates aufschießen kann. Vielleicht, wenn man irgendwie nicht hier rumschießt, jedes Mal ist das sogar der Fall, dass ich hier kein Bild am Ende bekomme oder so. Weil ich habe es ja noch nie irgendwie vermasselt, auch wenn ich irgendwie die ganzen Sachen replayed habe hier mit Pokémon Trainer oder sowas. Ich habe das nicht geskippt, ich habe da trotzdem gemacht. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir auch klassisch spielen, versuchen wir das mal mit Snake 5.0. Ich hoffe, man muss nicht genau 5.0 bekommen, weil das wäre ganz schön. John Young Bosch habe ich gerade gelesen. Irgendwo da rechts. Wen spricht der denn? Haben wir eine gute Frage. Wen spricht denn John Young Bosch in diesem Spiel? Ist, weiß nicht, ob den jemand kennt. Da ist ein, ja, ein Synchronsprecher. Ja, der, weiß nicht. Was ist denn seine berühmteste Rolle? Vielleicht Ichigo aus Bleach, also die englische Stimme von denen. Wer spricht auch viele Charaktere so in Anime oder in Videospielen? In der Tales of Serie spricht er viele Charaktere. Ich glaube, fast jeden zweiten Tales of Spiel ist er irgendwo ein Hauptcharakter oder irgendwie sowas. Und er ist der schwarze Power Ranger, einer der ersten schwarzen Power Rangers. Jetzt nicht der Zack hieß er, glaube ich. Das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Ich bin so, weiß ich nicht, mit der zweiten Generation der Power Rangers aufgewachsen. Wollt hier jeder Asiate, als der Asiate hier der schwarze Ranger war, das war John Young Bosch. Davor war ja der schwarze Power Ranger.
Also mit der Generation bin ich nicht aufgewachsen, ich bin genau mit der danach aufgewachsen. Ich bin nicht mit der rassistischen Generation aufgewachsen, wo der gelbe Ranger ein Asiate war und der schwarze Ranger war ein Schwarzer. Nee, ich bin mit der Generation aufgewachsen, wo genau umgekehrt war, wo der schwarze Ranger ein Asiate war und der gelbe Ranger ein Schwarzer. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? So, hier haben wir Palutena und ihre Crew. Und ja, gut. Haben wir Kid Icarus Charaktere abgeschlossen. So, ich vermisse das irgendwie, dass wir nicht jedes Mal einen neuen Charakter freischalten. Schau dich mal, wir werden immer einen neuen Charakter freischalten. Immer und immer wieder. So ohne Ende. Bis man irgendwann unendlich Charaktere hat. So, ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte aller Charaktere. Gut, dann zeig mal shoppen, ein bisschen Geld ausgeben. Anna, Pauline, wer ist er hier? Ellen. Oh, mein Kämpfergeist, die sind billiger. Ich hab letztes Mal Draculas Thema gesucht, haben sie, habe ich noch gar nicht. Bin ich freigeschaltet anscheinend. Dreck. Wollte ich irgendwie spielen, als ich Dings hier Multismash gemacht habe mit den beiden Charakteren. Mit Schild ein Heileffekt. Abwehr mit Schild, was soll das bedeuten? Meins abwehren? Abwehr mit Schild. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im Abenteuermodus. Hoffentlich was gebacken kriegen wieder. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.